und sagt zu mir, nie wieder, das und das Motorrad verkaufe ich nie wieder im Leben, das wollte ich schon immer haben, bla. Dann hättest du mir gesagt, wenn ich dann immer sagen würde, gib dir mir sofort eine Kopfnuss. Erstmal guten Tacho. Wieder ein ungewohntes Bild hier von der Z. Ist auf jeden Fall, kann ich jetzt noch nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich sie gerade aus der Werkstatt abgeholt. Nach fast 4 Wochen. Und TÜV ist drauf. Die neuen Reifen sind noch nicht drauf, weil die so einen Ständer nicht haben. Da die Reifen schon da lagen, weiß ich nicht, hat der TÜV-Mann auf jeden Fall schon einen TÜV drauf gemacht. Ich werde jetzt die Räder selber ausbauen und dann ausgebaut dahin bringen. Und halbe Stunde, dann machen die Räder drauf. Und dann kann ich die wieder hier selber drauf bauen. Ein bisschen ärgerlich. Also, ja, Gott sei Dank habe ich ja noch ein anderes Motorrad zum Fahren, aber trotzdem ärgert mich das ein bisschen. was soll ich machen? Ist halt so. Jetzt werde ich heute auf jeden Fall noch ein bisschen fahren, aber vielleicht könnte ich ja gleich ordentlich einen brennen lassen, da jetzt ja eh ein neuer Reifen drauf kommt und das Motorrad ja sowieso wahrscheinlich bald verkauft wird. Zum Abschied mit Wilma einen brennen lassen. Aber irgendwie jetzt auch, keine Ahnung, vielleicht rede ich mir das jetzt auch nur so ein. Jetzt mal Butter bei die Fische. Ich bin jetzt ja nur meine Carry gefahren, meine Shopper. Und vor kurzem natürlich ja die Harley da in Holland. Reizt mich das mit so einer Biene fast gar nicht mehr zu fahren, obwohl ich das irgendwie schade finde, weil ich finde sie so schön und alles. Wo das schon Spaß macht, so ist das nicht, aber so vom Sitzen her und alles gefällt mir auch eine Shopper deutlich besser. Keine Ahnung, irgendwie hat sich das so jetzt in den letzten 1,5 bis 2 Jahren so entwickelt, dass ich doch eher der Shopper-Fahrer geworden bin. Und viele von euch unter den Videos oder Instagram haben doch geschrieben, ja, dann verkauft die Wilma doch, die steht doch sowieso nur rum. Ja, ich will nicht irgendwie, ich kann es oder ich will es nicht irgendwie, oder sagen wir mal so, ich konnte es vorher nicht so übers Herz bringen. Aber Leute, falls einer von euch da draußen Interesse an die gute Wilma hat, kann er sie bald kaufen. Ja, Leute. Ja, ich denke, das Video hier kommt ja sowieso online, nachdem ich meine Harley abgeholt habe. Also dann könnte ich jetzt auch ganz offen sprechen. Leute, ich habe die Harley gekauft, aber ihr habt es dann wahrscheinlich sowieso schon gesehen in einem Video. Ich habe die jetzt frisch über den TÜV gebracht. Die bekommt noch komplett neue Reifen. Und Öl mache ich jetzt noch neu rein. Ölfilter, das ist auch zu Hause. Ja, und dann geht es auf eBay Kleinanzeigen. Ich werde sie schon ein bisschen vermissen, das auf jeden Fall. Aber irgendwie werde ich sie mehr so in der Garage stehen vermissen. Oh, da stand eine schöne Breakout. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Sah zumindest aus wie eine Breakout. Auf jeden Fall eine geile Harley. Leute, ich bin in, ich würde sagen, in ein paar Wochen auch Harley-Fahrer. Wenn meine Harley abgeholt wurde, die muss dann noch zum deutschen TÜV, also muss deutsche Papiere noch bekommen. Auspuff und so, das habe ich schon zu Hause liegen. Denn die hatten offenen Vans in Heinz. Ne, warte mal. Ja doch, Vans in Heinz. Und die hat ja keine E-Nummer, nix. Hab aber schon eine Auspuffanlage zu Hause liegen mit E-Nummer. Und dann denke ich, der Rest sollte kein Problem sein. Die ist ja auch vom Händler. Ich habe sie vom Händler gekauft. Und auch mit Garantie und so ein Kram. Also in Holland gekauft. Ihr habt das ja gesehen in meinem Video. Ja, es ist ja die weiße Heritage geworden. Ja, so sieht es jetzt gerade aus. Ich bin jetzt dann auch bald Harley-Fahrer. Zumindest dann schon mal Harley-Besitzer. TÜV kriegen wir auch hin, denke ich. Ich denke, das wird ja wohl weniger das Problem sein. Das Grundgerät ist ja dann jetzt schon da. Oh, ist schon fast verschaltet. Jetzt muss ich mal drauf klarkommen, dass die hier mehr als 4 Gänge hat. Ich weiß noch, mit der Harley sogar, weil die hat ja 5 Gänge. Ich habe den 5. irgendwie nie reingemacht, weil ich einfach 4 Gänge gewohnt bin, weil ich einfach nur noch mit meiner Shopper fahre.
Ich muss aber auch sagen, seitdem ich letztes Jahr den Unfall hatte, irgendwie, das war auch mit Motorradfahren so erstmal nichts zu tun, weil ich hatte den Unfall ja als Beifahrer in einem Auto. Aber auch Kurvenfahren oder so, ich hab sofort Schrecken, wenn einer von rechts oder von links kommt. Und mit so einem Gerät bist du einfach ein bisschen schneller unterwegs als mit einer Shopper oder so. Obwohl, muss auch nicht, die kann ja auch schnell fahren. Und, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So ein Ding verleitet schon eher ein bisschen zügiger zu fahren. Und irgendwie habe ich fast an jeder Ecke, ich will nicht sagen Panik oder so, aber wie soll ich das sagen? Ich fühle mich hier drauf, hört sich da blöd an, wenn ich das sage, aber ich fühle mich irgendwie nicht mehr so sicher. Ja, muss ich jetzt gerade sagen, der hier im Ärmel losfährt, aber jetzt mal ohne Witz, wenn von links einer kommt und mir die Vorfahrt nimmt, ist egal, ob ich jetzt eine Lederkombi anhat oder nicht, meine Knochen sind trotzdem gebrochen. Ja, das finde ich nicht gut, also ich finde das nicht gut, oder? Finde ich nicht gut. Da schützt mich die Lederkombi auch nicht. Klar, vor Schleifspuren, ja klar, ne, da kann man auch nicht wegdiskutieren. Aber, ja, trotzdem. Ist halt kein Ironman-Anzug, ne? Aber selbst der bringt mir auch noch ein paar hundert Euro. Ich habe auch noch eine schöne, verdammt scheiß teure Lederkombi von Danys zu Hause. In der passe ich schon seit, weiß ich nicht, 6-7 Jahren nicht mehr rein. Die könnte ich auch mal zu Geld machen. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Jetzt auf jeden Fall. Würde ich jetzt mal so sagen. Gott sei Dank ist es heute nicht ganz so warm. Ist aber auch scheiße warm heute. Ja, in den letzten Wochen auf jeden Fall auch wieder Rückenprobleme gehabt, da bin ich sowieso nicht gefahren, aber ja, ist halt manchmal so. Also ich kriege auch schon wieder, ich will jetzt nicht sagen Krampf im linken Bein, aber von der Haltung hier, sobald du schnell fährst, kein Problem, aber hier, da liebe ich das doch, auf meiner Carry zu sitzen oder vielleicht auch demnächst auf meiner Harley. Na, da ist die Sitzposition ja ziemlich identisch, einfach gemütlich drauf zu sitzen. Also das hier ist für solche Fahrten hier nichts. Oder nicht mehr, sagen wir mal so, nicht mehr. Irgendwie, ja, ist auch blöd, wenn man sagt, aus dem Alter bin ich raus oder so. Eigentlich ja nicht. Hat ja mit dem Alter wenig zu tun. Ah, die ist auch eben in der Werkstatt verdammt schlecht angesprungen. Ja gut, die stand jetzt 4 Wochen da, ohne bewegt zu werden, ohne angemacht zu werden. Ja, ist aber dann mit dem letzten Tropfen Energie noch angegangen. Also wirklich. Und ja, Gott sei Dank, sonst hätte ich nämlich schieben. Ja, dann hätte ich gesagt, komm mal hier, überbrücken jetzt, ne? Wenn sie da schon 4 Wochen stehen bleibt und die das nicht gebacken kriegen mit dem scheiß Zentralständer. Gut, man muss sagen, es ist keine Motorradwerkstatt. Er hat halt angeboten, ja, wenn du keinen hast, dann machen wir das auch. Ansonsten sind wir da auch sowieso grundsätzlich mit der Werkstatt sehr zufrieden. Auto von meiner Frau, von meiner Schwägerin, alles günstig gemacht, super und schnell. Und da kann man nichts sagen. Und wie gesagt, ist es halt keine Motorradwerkstatt. Aber trotzdem schmeißt er mir die Reifen noch drauf. Ich habe gesagt, weißt du was? Ich gehe jetzt nicht nochmal ohne mein Motorrad nach Hause. Wenn die jetzt TÜV hat, dann nehme ich sie mit und dann bringe ich euch die Räder vorbei nächste Woche und Arsch lecken. Alles klar, machen wir so. Fertig, Ende. Ich habe mich, ohne Witz, ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, Shopper zu fahren. Das ist so ungewohnt, hier drauf zu fahren. Ich fühle mich so, als wäre ich ein Fahrschulanfänger. Klar, ne, nach 20, 30 Kilometer ist halt wieder mehr oder weniger vorbei. Ja, so lange bin ich die Wilma schon nicht mehr gefahren, wirklich. Wann war das denn jetzt? Ja, vor 4 Wochen, vor einem Monat bin ich ja zum TÜV gefahren, einmal um Pudding. Das war's. Davor habe ich sie 1,5 Jahre nicht angerührt. Nur ab und zu mal gestartet und Batterie immer geladen und so. Das war alles. Tut mir auch irgendwo mega leid, weil ich habe das Motorrad früher schon geliebt. Ich weiß nicht, Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er, als ich das Rücklicht von diesem Motorrad gesehen habe, gesagt, irgendwann willst du das haben. Und ich habe die jetzt gehabt und dann kam meine Umwandlung zur Shopperfahrer, sage ich mal. Hätte ich die wahrscheinlich 10 Jahre früher gekriegt, dann hätte ich 10, 12 oder was weiß ich nicht, wie viele Jahre mega lange Spaß mit ihr gehabt. Aber mein Fahrverhalten und mein, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, auf jeden Fall habe ich mich einfach verändert, was Motorradfahren angeht. Und keine Ahnung, ist das jetzt eine Rechtfertigung an mich selber? hört sich auch irgendwie so an, aber irgendwie ist es so geworden. Ihr habt es gesehen in den ganzen Videos, ich habe es gemerkt in den letzten 2 Jahren, seitdem ich das erste Mal Harley gefahren bin. Ja, da hatte ich Carry noch gar nicht, ne, als ich das erste Mal Harley gefahren bin. Ne, ich glaube, da hatte ich sie noch gar nicht. Das ist dann erst
Als ich das erste Mal 48 gefahren bin, beziehungsweise Harley, habe ich dann auch immer wieder geguckt, oh, vielleicht kannst du ein Schnäppchen machen. Und dann kam ja Carrie, also ne, die VN15, kurz vor Weihnachten, vor anderthalb, zwei Jahren. Das war ja ungefähr der Zeitraum. Und da fing das ja an bei mir, so langsam wieder, mit Chopper oder so. Ich hatte ja vorher nur mal eine VS, eine Intruder 700er. Die hat mich aber nicht so vom Hocker gerissen. Ich habe versucht, die halt so möglichst, ja, umzubauen, sage ich jetzt mal. Das Ding war einfach viel zu klein. Meine Frau konnte nicht mitfahren und dann war das sowieso ein Grund, die zu verkaufen. Und dann habe ich ja die dafür gekriegt und gekauft. Und da konnte meine Frau mitfahren. Das war erstmal super schön, alles super geil. Die ist natürlich viel zügiger hier als eine Harley, das braucht man gar nicht bestreiten. Aber ich bin auch nicht, wie kann man auch meinen Reifen sehen oder so, ich bin kein Kurvenjäger. Das habe ich früher mit der CBR und so gemacht, aber ich weiß nicht, in den letzten Jahren ist das komplett weggegangen bei mir. Ich bin auch kein Steicher, gar nicht, aber nicht so ein Vollidiot mit einem Knie auf dem Boden und so weiter im öffentlichen Straßenverkehr, hat sowieso nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Dafür könnt ihr mich auseinandernehmen, wenn ihr wollt, aber das ist einfach meine Meinung. Keine Ahnung, ich brauche so einen Scheiß nicht. Und sowieso lustig. Also es gibt ja auch manche, die wollen auf Biegen und Brechen mit dem Knie auf den Boden schleifen, fahren dann aber nur 50, wo ich dann mit 70 und dann noch aufrecht ein bisschen mit in die Kurve drücken, dann noch vorbei baller. Also sowas habe ich schon erlebt. Sowas habe ich schon erlebt. Da denke ich mir, boah, du Affe. Dann fahr doch, du Affe! Gib deinen Führerschein und das Moped am besten wieder ab. Ich bin einfach nur noch so der Chopperfahrer. Ich werde mit Sicherheit wahrscheinlich, also ich werde auf jeden Fall sehr viel an das Motorrad denken müssen, denn allein ihr da draußen oder viele von euch da draußen aus der Anfangszeit, ich weiß nicht, ist jemand von euch noch aus der Anfangszeit dabei, wo ich halt viel mit der Z gefahren bin, der jetzt noch guckt, ich habe halt meinen YouTube-Kanal mit der Z, mit der Wilma hier gestartet und da habe ich auf jeden Fall der Wilma auch viel zu verdanken, sage ich mal. Oder meinen Start habe ich quasi hier auf YouTube begonnen. Gut, ich bin jetzt hier auch immer noch ein kleiner Fisch, ne? Das habe ich jetzt, 570 Abonnenten, das ist jetzt auch noch nicht so viel. Aber auf die paar Abonnenten bin ich halt super stolz. Ja, danach kam halt die Carrie, da kam so, obwohl, wenn ich jetzt mal überlege, mit der Wilma habe ich gestartet und ich hatte, glaube ich, so um die 120, 130 Abonnenten. Und dann kam Carrie, also die VN15, die ich dann aufgebaut habe. Und dann ging es erst quasi, ja, besser los, sage ich mal. Die ganzen Umbauvideos, Shopper-Videos und ich glaube auch meine Art, wie ich spreche, wie ich fahre, wie ich denke und so weiter, passt auch besser zu Shopper und so weiter, zu den Videos, die ich mache. Wenn ich jetzt hier drauf sitze, da muss ich irgendwie immer an so andere YouTuber denken, die immer nur so Challenges machen und Witzchen auf der Straße und Metzgen und was weiß ich nicht. Das macht Spaß. Definitiv nein. So Art wie Kulevo und so weiter. Sowas hatte ich mir früher auch vorgestellt, sowas zu machen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ich da die Nikoläuse verteilt habe und so? Meine Anfangstage auf YouTube. Müsst ihr mal gucken, die ganz alten Videos. Was heißt ganz alt? Die sind auch erst zwei Jahre alt jetzt, ne? Aber das war halt so Anfang der Corona-Zeit, ne? Und ja, ist schon heftig so, wie ich mich jetzt verändert habe in den anderthalb bis zwei Jahren oder zwei Jahre, sage ich mal, wie sich mein Fahrverhalten geändert hat, mein Denken und so weiter. Ich denke mal, da hat Corona viel eine Rolle gespielt. Dann hat dafür eine ganz große Rolle gespielt der Aufbau von Carrie. Dass ich da so mega Gefallen dran gefunden habe und überhaupt so. Das Rasen, das macht dir, ohne Witz, da würde dir das auch Spaß machen, drei Gänge runterzuschalten, hier komplett vorbeizuballern. Aber ich weiß genau, da vorne könnte einer kommen. Das hätte ich vor drei Jahren, hätte ich das gemacht. Oder vor zwei Jahren. Oder ehrlich gesagt sogar vor einem Jahr sogar noch. Bevor dem Unfall wäre ich hier vorbeigezogen wie ein Bekloppter. Jetzt, keine Ahnung, jetzt wird das Motorrad bei mir gar nicht mehr gefahren und gefordert. Und finde ich ein bisschen schade. Gepflegt wird sie natürlich, ganz klar. Wenn sie dreckig ist, dann putze ich sie auch und so weiter. Und aber da ist so ein Motorrad, die muss bewegt werden, die muss um die Kurve, ums Eck bewegt werden und so weiter. Und da diese Art von Fahren, das bin nicht mehr ich. Es ist schade. Und auch meine Frau sagt, du wolltest das immer haben und so weiter. Und ich sage, ja, ich weiß. Aber irgendwie hat sich da bei mir alles geändert. Ja, was soll ich sagen? Dass ich...
Ich rechtfertige mich noch immer vor mir selbst, vor euch vielleicht, obwohl ihr alle da draußen wollt sowieso mich auf einer Harley sehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Es sind nur noch ganz wenige, glaube ich, die aus den ersten Tagen dabei sind und mich nur von der Wilma hier kennen. Guck mal, jetzt hier zum Beispiel, keine Ahnung, komplett verpasst. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja schon sehr lange nicht mehr gefahren. Würde ich damit jetzt eine Woche Dauer fahren, dann bin ich auch wieder drin, wie man so ein Ding fährt. Aber, keine Ahnung, ich würde mich jetzt ganz ehrlich gleich viel lieber wieder auf meiner Carry setzen und gemütlich durch die Gegend schoppern. Ist einfach so. Weil was soll ich hier mit so einem Ding? Hier ist überall 70, dann hast du mal 100 ganz kleine Stücke. Was soll ich mich denn hier mit dem Beinwinkel hier drauf quälen? Also, ja, vorher hab ich's halt gerne gemacht und es macht ja auch Spaß zu fahren. Und wisst ihr noch früher, für die Leute, die meine alten Videos noch kennen, ansonsten guckt ihr euch mal an, dann seht ihr erstmal, wie ich früher so über Motorräder gedacht habe und wie ich heute darüber denke. Zum Beispiel habe ich früher gesagt, boah, ich würde mir niemals eine Harley kaufen, so ein Scheiß. Kann nicht sein, du zahlst so viel Geld für Dinger, die immer rosten und so weiter. Und da mag auch was dran sein, gerade die alten Dinger, scheiß Qualität und so weiter. Und dann bin ich das erste Mal eine Harley gefahren. Und dann nicht nur eine, sondern auch schon das ein oder andere Modell gefahren. Aber ich kann auch mal ein paar Gänge hochschalten, ja. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Da hat mich der Fieber richtig gepackt und auch erst seitdem kann ich verstehen, warum Harley-Fahrer Harley so vergöttern. Ja. Sei es um die ganzen schlechten Sachen, die man sich jetzt rauspicken kann. Aber ich habe Dinge auch viel schlechter gesehen, weil ich mich einfach nie damit befasst habe. Und jetzt sehe ich die Dinge aus einem ganz anderen Licht und ja, was soll ich sagen? Ey? Ist jetzt so, wie das ist. Alles, was mir oben fehlt, habe ich unten zu viel. Dein Motorrad wird jetzt zum Verkauf sein. Wenn ihr das Video wahrscheinlich schon gesehen habt oder wenn es jetzt rauskommt, wird sie wahrscheinlich bei eBay Kleinanzeigen drin sein. Ich würde den Link auf jeden Fall hier unten irgendwo reinpacken, falls einer auf jeden Fall Interesse hätte. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, den Preis werde ich ziemlich hoch angesetzt haben. Sind momentan sowieso Fahrzeuge relativ teuer geworden, auch Gebrauchtfahrzeuge. Und da versuche ich natürlich mit auf dem Zug aufzuspringen. Aber natürlich alles VB, Leute. Also Stand jetzt, wo ich das Video gedreht habe, das wird ja noch 3 Wochen dauern oder so, bis ihr das Video seht. Ich habe jetzt noch gar keinen Preis im Kopf, wo ich es ansetzen will, aber auf jeden Fall relativ hoch. Und was hast du denn jetzt gelaufen? Wie kann ich das denn hier nochmal sehen? Oh, der hat schon 59.000 gelaufen. Ich habe sie, glaube ich, mit 44 gekauft. Da bin ich doch eine Zeit lang ziemlich viel gefahren. Aber wie gesagt, wurde bei mir immer super gepflegt und so und ja, habe jetzt auch keine Faxen damit gemacht oder so, kein auf Einrad fahren und so einen Scheiß oder weiß ich nicht, immer kalt Gas geben und so. Ihr habt ja viel auch gesehen und so fahre ich ja auch, wenn die Kamera aus ist. Also Leute, es ist nicht so, dass das jetzt gar keinen Spaß macht, ne? Aber ich kann eben nicht alles halten, allein aus Platzgründen nicht, aus Geldgründen nicht. Leute, müssen wir überlegen. Ich hab ein Alltagsfahrzeug, ein Ford Focus. Dann habe ich jetzt den Mercedes geerbt quasi, da in dem ich in die nächsten Jahre Geld reinstecken werde. Der ist ja auch angemeldet, ich fahre den ja auch ab und zu, ne? So, dann habe ich die Carry und dann jetzt eine Harley, die jetzt wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, auf jeden Fall schon zu Hause ist. Und das geht alles nicht. Ich habe den Platz dafür nicht. Ich will aber auch nicht so viel Unterhalt für so viele Fahrzeuge bezahlen. Leute, ich kann sowieso immer nur ein Motorrad fahren. Ich wüsste jetzt nicht, welche von den beiden Motorrädern ich jetzt behalten wollen würde, wenn Geld keine Rolle spielen würde, aber auch Geld spielt bei mir eine Rolle. Das ist dann eben der Wermutstropfen, den ich dafür bezahlen muss. Da ich die so wenig fahre, wenn man jetzt nur auf die Laufleistung der letzten 2 Jahre und also wie oft ich das Ding bewegt habe, zurückblicke, habe ich hier eigentlich nur für bezahlt, ohne damit Spaß zu haben. Ich bin damit ja nicht einmal gefahren, seitdem ich jetzt Carry auf der Straße habe. Leute, ich bin damit nicht einmal gefahren, doch einmal vielleicht. Das war es dann aber auch. Aber keine richtige Tour oder sonst wie was. Die stand nur in der Garage rum und bin einfach nur mit der Shopper gefahren. Ja, deswegen wird die Wilma hier auch als erstes verkauft. Die Shopper, die bleibt noch bis Ende September, sage ich mal. Ihr könnt die Carry Ende September erwerben. Wenn ihr Bock habt, dann wird sie nämlich verkauft und dann habe ich nur noch die Harley. Und ich glaube, dass damit, ich hoffe zumindest, damit werde ich auch sehr zufrieden sein, denn das ist schon
eine Hausnummer, eine Hadel zu haben, so, wenn man die ganzen Jahre, also ihr müsst ja auch mal meine Entwicklung angucken, ne? So die letzten Jahre, das ist schon heftig. Meine Frau hat gesagt, weil ich habe zum Beispiel auch mal gesagt, als ich das Motorrad gekauft habe, boah, endlich habe ich mein Traummotorrad, und das war auch früher mein Jugendtraummotorrad, ja, jugendlich war, junger Heranwachsender schon, war halt immer schon so, nimmt immer noch auf, perfekt. Und ich habe sie jetzt gehabt und da war ich auch, ich bin mega froh, dass ich das Motorrad gehabt habe, was ich früher immer geil fand. Und Leute, früher, wenn du mir da eine Harley hingestellt hättest, ich hätte die nicht mal angefasst. Denke ich, was will ich damit? Ne? Das ist ein Opa-Motorrad oder so. Und jetzt bin ich komplett anders. Komplett andersrum eigentlich gestimmt. Das ist schon krass, wie sich das so entwickelt hat. Und genau, was ich eigentlich sagen wollte ist, als ich dann die hatte und dann auch die Carry fertig hatte, ich war mega, mega stolz, dass ich die VN15 so hingekriegt habe, Leute. Ihr habt ja die Videos gesehen, wie ich sie gekauft habe. Das war ein Haufen Schrott. Meine Frau, die hat nur die Hände über den Kopf geschlagen, sagte immer, du kaufst dir dann Schrott, das kriegst du nie hin und so. Ja gut, so hat sie halt jetzt nicht gesagt, aber naja, ne? Ich wusste halt nicht, ob der Motor läuft. Ich wusste halt gar nichts. Was ist mit dem hier? Der fährt einfach rüber. Und ich hatte Glück, der Motor lief, ich hatte Glück mit der Teilebeschaffung und so weiter. Da ist alles super gelaufen und das Ding, guck mal, ich fahre die jetzt schon ein Jahr fahre ich sie, glaube ich, ne? Ungefähr ein Jahr hat sie jetzt TÜV, ja, anderthalb Jahre habe ich sie, halbes Jahr habe ich geschraubt. Genau, dann hat sie jetzt ein Jahr ungefähr TÜV. So lange bin ich mit Carry unterwegs, ja genau, und so lange bin ich die auch schon nicht mehr gefahren. Als ich dann die hatte und Carry fertig hatte, auch mit meiner Frau gesprochen und so weiter, und da war ich auch mega happy, dass ich das Motorrad hatte, ne? Und dass ich auch die Carry fertig gemacht habe. Und damals war ich noch an dem Punkt, das war genau die Zeit ungefähr, wo ich das Video gemacht habe, wo ich das erste Mal mit Carry gefahren bin. Da habe ich dann noch ins Video geschrieben, endlich schoppere ich durch die Gegend, Leute. Das war da hinten auch am Bahnübergang. Und da war der Zeitpunkt, wo ich gesagt, weißt du was, du brauchst keine Harley, das Ding ist auch genauso gut und so weiter. Und das war es auch. Also zu dem Zeitpunkt war es auch so. Und irgendwann hat sich bei mir aber immer mehr eingeschlichen. Danach bin ich ja nochmal Harley gefahren. Und dass trotzdem keine echte Harley ist. Es ist auch geil zu fahren und klar. Und wenn ich es mir nicht anders leisten könnte oder die Möglichkeit nicht bekommen hätte oder würde, dann wäre ich auch vollkommen zufrieden. Habe ich, glaube ich, in einem der letzten Videos schon gesagt. Dann ist auch die Carry ein super geiles Motorrad. Und ja, keine Frage. Ja, jetzt habe ich aber die Harley gekauft und meine Frau hat zu mir gesagt und sagt zu mir nie wieder, das und das Motorrad verkaufe ich nie wieder im Leben, das wollte ich schon immer haben, bla. Dann hat es mir gesagt, wenn ich dann nochmal sagen würde, gebt ihr mir sofort eine Kopfnuss. Ja, und bricht mir jeden Finger einzeln. Das gibt eine Anzeige. Ungefähr so, ja. Ungefähr sowas ist da gekommen. Ja. Nee, da hat sie auch vollkommen recht, also wenn ich schon überlegt, wie viele Motorräder ich jetzt schon gehabt habe, seitdem ich legal Motorrad fahre, ist schon heftig und wie viel Geld ich dafür auch schon ausgegeben habe. Nichtsdestotrotz unterstützt ihr mich auch trotzdem dabei. Da hat doch irgendeiner von euch unter den Videos geschrieben, unter dem letzten, wo ich darüber gesprochen habe, doch beide vielleicht zu verkaufen, wo ich euch noch so ein bisschen, ich sag mal, auf die lange Folter gespannt habe. Da hat auch jemand geschrieben, ich gönne dir, dass du doch alle drei Motorräder behalten kannst und so weiter. Ich finde es ganz nett von euch oder von denen oder diejenigen, die das so gönnen. Ich würde es mir auch gönnen, bin ich ganz ehrlich. Warum denn nicht? Aber ich habe einfach den Platz nicht und ich möchte einfach nicht zu viel Geld im Jahr für Fahrzeuge zahlen, die ich dann doch zu wenig fahre. Ist jetzt noch nicht meine Abschiedstour damit. Ich glaube, da werde ich noch ein extra Video machen. Definitiv. Wenn ich mich jetzt gleich auf meine Shopper setze. Darauf fühle ich mich direkt wohler. Obwohl das hier ein viel sicheres Motorrad ist, moderner und so, vom Bremsen her alles viel besser. Ne? Aber das wisst ihr selber, was soll ich euch erzählen? Ne? Das ist aber auch ein Schrott, den ich da abliefe. Das ist aber auch wirklich überflüssig. Gibt es denn sonst irgendwas Neues? Ja, die Gutscheine. Der Gutschein. Die werden jetzt noch übergeben. Von meinen Verlosungen. Beziehungsweise der Code. Genau. Das kann ich ja eben noch kurz ansprechen. Das werde ich heute noch machen, per Instagram an den guten Snackmac, glaube ich. Genau, Snackmac hieß der Gewinner. Der kriegt heute die 3x10 Polo-Gutscheine. Er hatte sich Polo-Gutscheine ausgesucht. Und
konnte sich aussuchen, ob er sich persönlich trifft. Für ein Video, sage ich jetzt mal, wollte er jetzt nicht so vor der Kamera, ist vollkommen in Ordnung. Kriegt er sie jetzt per Instagram geschickt. Aber wir werden so mal eine Runde fahren, so wie er das wollte. Er konnte das entscheiden. Und ja, das geht heute auch über die Bühne. Ey, dann müsst ihr euch mal reinziehen. Ich mache gleich mal ein Foto, wie die Gutscheine geschickt, verschickt wurden. Ihr kennt doch Polo-Gutscheine, ne? Sind doch so einfach nur Karten, keine Gutscheine. Das ist ja kein Paket oder nichts. Und ich habe ja 30 Euro verlost, sprich 13 Euro Gutscheine, fertig. So. Da haben die ernsthaft so ein dickes Paket geschickt und die drei Gutscheine reingeschmissen. Ich mache da mal ein Foto von, dann zeige ich das mal hier in dem Video. Ey, wie sinnlos ist das denn bitte? Da hättest du auch per Brief verschicken können oder was? Also da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt, weißt du, reden hier von, auf der ganzen Welt wird hier geredet mit, hier muss gespart werden und Versand und so weiter. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und was macht Polo? Drei Gutscheine in einem Karton verschicken. Also ehrlich, ey. Naja, egal, hör mal, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Es wird auf jeden Fall noch ein Video mit ihr geben, gar keine Frage. Auf jeden Fall, ihr wisst jetzt Bescheid. Und so sieht das alles aus. Leute, haut rein, wir sehen uns.